Aber zurück zur Bankenrettung. Die hört ja nicht auf. Also scheinbar ist das vorbei, aber die geht eigentlich unter der Decke längst weiter. Heute heißt die Bankenrettung nur anders. Die Bankenrettung heißt heute Euro-Rettung. Aber es soll sich niemand erzählen lassen, dass wir den Euro retten. Wir retten auch nicht die Menschen in Griechenland oder in Spanien oder in Irland oder in Portugal. Denen geht es überwiegend heute viel, viel schlechter als zu Beginn ihrer vermeintlichen Rettung. Was passiert dann aber mit den vielen Geld, mit diesen vielen Milliarden, die in diese vermeintlichen Hilfspakete geflossen sind? Gucken Sie sich Griechenland an. Ein kleines Land hat 200 Milliarden bereits an sogenannten Hilfsgeldern bekommen. Also wenn ein so kleines Land so viel Geld kriegt, das müsste eigentlich prosperieren, müsste einen Investitionsboom haben, müsste Vollbeschäftigung haben. Wir alle wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Bei den Jugendlichen in Griechenland sind inzwischen 60% arbeitslos, Armut grassiert. Also wo ist das ganze Geld hingeflossen? Und das ist eben wirklich der Punkt. Von diesen über 200 Milliarden Euro Griechenlandhilfen sind 195 Milliarden ausnahmslos an die Finanzmafia geflossen, also an die Anleger in griechischen Staatsanleihen, denen man extrem hohe Zinsen ausgezahlt hat, denen man ihre Schulden, also ihre Forderungen zurückgezahlt hat. Und über 60 Milliarden sind allein an die griechischen Banken geflossen. Zum Beispiel gibt es da eine Bank, die heißt Eurobank. Diese Bank gehört der reichsten griechischen Milliardärsfamilie Latsis. Die Familie wohnt längst nicht mehr in Griechenland, die residiert am Genfer See in einer opulenten Villa. Die sind also Eigentümer dieser Eurobank. Die Eurobank wurde von unser aller Steuergeld mit 6 Milliarden Euro vor dem Konkurs gerettet und mit neuem Kapital ausgestattet. Ja, da sage mir doch keiner, der Euro wäre zusammengebrochen, wenn die griechische Milliardärsfamilie Latsis einen Teil ihres Vermögens verloren hätte, weil sie als Eigentümer dieser Bank natürlich hätte haften müssen für einen entsprechenden Konkurs und für die Verluste dieser Bank. Das ist doch völlig absurde Politik. Wir haben Milliarden für Milliardäre europaweit, aber angeblich kein Geld für Bildung oder gute Renten. Das ist doch eine Politik, die man wirklich sich nicht mehr gefallen lassen darf, weil es eine Politik der Verantwortungslosigkeit ist.